Gut, ich denke, wir können auch dann einfach relativ pünktlich anfangen. Ja, erstmal willkommen zur Vortrag im Java-Bereich über Caching. Ich spreche vor allem halt tatsächlich über diesen JSA 107. Das ist halt der Java Specification Request, der sich mit dem Caching beschäftigt. Der schon relativ alt ist. Wie alt, zeige ich noch. Und ich spreche auch über T-Cache, das ist eine Implementation, die JSA 107 implementiert. Gut, gehen wir mal direkt rein. Ich sag mal noch mal kurz was zu mir. Wer bin ich? Gut, mein Name ist Christian Esken. Ich mache schon längere Zeit Open Source. Früher war es mehr im C++-Bereich, KDE-Projekt, aber heutzutage bin ich eher im Java-Bereich, Java-Umfeld unterwegs, insbesondere im Bereich Concurrency, Caching, Site Reliability, Skalierung. Das sind eher heutzutage meine Themen. Ich arbeite als Developer bzw. Architekt bei Trivago, dieser Hotelsuchmaschine. Die Frage ist, warum cachen wir dort? Caching ist bei uns immer ein großes Thema, weil zum Beispiel Preise von Partnern erst beschafft werden müssen. Wir müssen nicht nur Preise aus den Datenbanken beschaffen, was manchmal langsam ist. Geschäftspartner, Businesspartner, HTTP-Schnittstellen können ja noch deutlich langsamer sein als reine Datenbanken. Und daher cachen wir an der Stelle. Heutzutage, das meiste, was ich im Open-Source-Bereich beitrage, findet man auf GitHub. Das hier sind zwei Repositories. Erstens mein eigenes, das Christian Esken Repository. Das zweite ist das von der Firma, wo auch einige Contributions von mir sind, aber auch von vielen anderen Leuten, die bei uns in der Firma arbeiten. So, der Vortrag ist im Wesentlichen in drei große Teile gegliedert. Ich sage erstmal grundsätzlich was zu JCache. Das heißt, was ist das Ding überhaupt? Ist das überhaupt relevant? Wie sind da die Designentscheidungen gefallen? Warum gibt es so manche Entscheidungen, die man so gar nicht nachvollziehen kann, wenn man sie das erste Mal sieht? Nutzt das überhaupt jemand? Gibt es Implementierung? Und dann im zweiten Teil erzähle ich was zu T-Cache, das ist eine Implementation dieser Standards. Und ich zeige da insbesondere halt, was ist so schwierig am Caching? Warum kann man nicht irgendwie einen Cache nehmen und der ist gut für alles? Ja. Und ich habe schon eine Sache dorthin hingeschrieben, Evictions. Evictions war immer ein großes Thema. Das heißt, wenn der Cache voll ist, muss man was rauswerfen. Und das ist eigentlich eins der großen Themen, wo sich Caches unterscheiden. Letzter Teil, ich will auch ein bisschen zeigen, will auch ein bisschen Source Code zeigen, ich will ein bisschen in Action zeigen, wenn wir noch Zeit haben, was ich hoffe, will ich auch mal kurz ein bisschen was laufen lassen und ein paar kreative Anwendungsmöglichkeiten für Caches zeigen. Bevor ich jetzt mal auf JCache selber eingebe, will ich noch mal einfach zeigen, wie die Cache-Welt heutzutage aussieht. Das ist jetzt eine Beispielklassifikation, wie man Caches klassifizieren kann. Man kann auch beliebige andere Dinge aufziehen. Das ist auch beileibe nicht alle Caches, die heutzutage existieren. Aber ich habe mal einfach aufgeteilt in Caches, die im RAM cachen, die im Disk cachen, auf der einen Achse und auf der anderen Seite lokale Caches, Remote Caches und Distributed. Was ist der Unterschied zwischen Remote und Distributed? Ich habe Distributed vor allem mal unter die habe ich die gepackt, die wirklich Cluster sind. Wirkliche Cache-Cluster. Das ist keine vollständige Liste, das gibt noch viel mehr Caches. Auch kann man diskutieren, ob man manche Caches überhaupt so einsortieren muss. Zum Beispiel sieht man hier, ich habe auch Caches aufgeführt, die nichts mit Java zu tun haben. Redis, Memcached, LevelDB, MapDB, weil das einfach bekannte Produkte sind. Redis könnte man auch sagen, das könnte man auch vielleicht ein Distribute, weil da Redis gibt es seit kurzer Zeit halt auch ein Cluster, ein Redis-Cluster. Und auch Caches wie zum Beispiel Apache Ignite und Hazelcast sind zwar distributed, die kann man aber auch lokal nutzen. Das ist bloß, um mal so eine grundsätzliche Vorstellung davon zu geben, wie die Cache-Welt heute aussieht. Und die ist halt sehr vielfältig. Und die Frage ist, warum ist das so? Die Caches sind alle höchst unterschiedlich ausgerichtet. Die einen wollen sehr schnell sein, die anderen wollen halt sind quasi komplette Calculation Frameworks, die mehr machen als nur Caching. Ja. Gut.
Eine Sache will ich noch kurz sagen zu RAM und Disk. Das scheint so völlig getrennt zu sein. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich die meisten Caches darauf spezialisiert sind, entweder in RAM die Daten im RAM zu halten oder auf Disk. Aber zum Beispiel weiß man ja auch von der Cassandra Daten, von der Cassandra als Tor, dass der natürlich auch Daten im Speicher hält. Also die Grenze ist dort nicht so ganz eindeutig. Und es ist auch so, dass die Caches, die hier alle, zumindest die Caches, die hier Java sind, und die JSR 101-Pack implementieren, die können letztendlich irgendwie auch alle auf Disk speichern, indem sie quasi ein Write-Through oder da sie Write-Through und Read-Through grundsätzlich unterstützen. Das kann und muss jeder Cache, der JSR 107 J-Cache unterstützt. Der muss das können. So, erstes Thema, J-Cache. Ich sage erstmal grundsätzlich was zum J-Cache, über die Eigenschaften und was der alles kann. Hier ein bisschen was zur Historie. J-Cache und JSR 107 sind einfach mal, J-Cache ist einfach der Titel von JSR 107. Diese Begriffe werden auch gerne mal synonym verwandt. Der eine sagt JSR 107, der andere sagt J-Cache. Letztendlich gemeint ist immer dasselbe. J-Cache hat eine relativ lange Historie, wenn man das sieht. Die ist original 2001 eingetütet worden und ist tatsächlich 2014 endgültig verabschiedet worden, sodass auch endlich in 2015 mal die Early Adapter begonnen haben, das zu implementieren, wie H-Cache. In diesem Jahr, 2016, gibt es immer mehr, die das tatsächlich auch implementieren. Warum das so lange gedauert hat, ist erstens, weil man hat auch nicht konsequent immer dran gearbeitet. Es gab für Sun bzw. heutzutage Oracle auch wichtigere Themen als dieses Thema. Andererseits ist die Spec auch nicht gerade leichtgewichtig. Die ist 150 Seiten dick. Da sind zwar auch Source-Code-Auszüge und Header bei, aber trotzdem, das Ding ist nicht ganz so klein. Was da alles drin ist, komme ich später noch zu. Das heißt, J-Cache ist zunächst mal eine Spezifikation. Ich sag mal ganz kurz, komme ich noch später im Detail zu, was ist T-Cache? T-Cache ist schlicht einfach eine Implementation dieser Spezifikation. Hat angefangen 2009, war es natürlich noch nicht JSR 107 compliant, weil JSR 107 ist ja erst hier rausgekommen. Das heißt, wir haben im Jahr drauf auch begonnen, drauf umzubauen, dass wir JSR 107 unterstützen und sind 2016 jetzt dabei, quasi compliant zu sein. Ich sage quasi, weil es gibt noch ein paar kleine Quirks, sag ich mal, im Bereich von Evictions. Wir können da sehr viel mit dem T-Cache, arbeitet aber noch leicht anders. So ist halt die ganze Historie. Und man sieht, also 2001 bis 2014 ist wirklich eine lange Zeit. Und wenn man es jetzt einfach mal vergleicht, Jigsaw 2005 bis hoffentlich 2017, wir wissen ja nicht, ob es nochmal verschoben wird, das hat eine kürzere Laufzeit als J-Cache, als das JSR. Also das Ding ist lange drauf gewartet. Jetzt ist es da. Und daher jetzt auch mal dieser Vortrag, was kann das? Weil es ist relativ unbemerkt dann plötzlich verabschiedet worden. Und es ist in der Entwickler-Community noch nicht breit aufgenommen worden, zumindest, dass das existiert. Also grundsätzlich war es erstmal J-Cache. Zunächst gibt es diese Spezifikation, diese 150 Seiten, die ich sagte. Und wer sich mit JSRs auskennt, der weiß, zu so einer Spezifikation gibt es immer auch eine Referenzimplementation und auch ein Technology-Kit, was überprüft, ob eine Implementation auch konform ist. Das heißt, im Wesentlichen sind das Unit-Tests, wie man fast erwarten könnte. Und diese Unit-Tests, die checken quasi jeden Aspekt ab. Lesen, Schreiben, Statistiken, Write-Through, Read-Through, die checken alles Mögliche ab, dass es tatsächlich spezifikationskonform erfolgt. Es sind ungefähr 500 Unit-Tests und so ein einzelner Unit-Test, der besteht auch zum Teil wieder aus ja, entweder 1 bis 40 Subtests. Ja? Das heißt, letztendlich werden da Tausende von Dingen überprüft. Und das heißt, diese Spezifikation ist auch nicht ganz so trivial umzusetzen. Im Wesentlichen findet man das Ganze auf GitHub. Das ganze JSR findet man auf GitHub, sowohl die Spec, die Referenzimplementation und das Technology Compatibility Kit, das TCK. Die API und letztendlich auch die API. Die API findet man unter diesem Artefaktnamen, kann man ob nun Maven, Gradle oder in jedem anderen System unter diesem Namen, unter diesen Koordinaten finden.
Version 1.0.0, die ist dort herausgekommen. Es gibt auch keine neuere. Es gibt ganz viele Probleme noch in der Spezifikation, viele Fehler, kleine Unklarheiten. Und es wird wahrscheinlich auch irgendwann eine neue Version geben. Aber aktuell ist das die gültige. Und die kann man halt einfach einbinden. Und dann, wenn man das tut, kann man JCache verwenden. Heißt API, hat aber in Wirklichkeit auch Klassen, hat in Wirklichkeit auch Klassen drin. Ja? Enums, Klassen. Minimalimplementation von bestimmten Dingen. Also auch das ist in der API drin, in diesem Paket, in dem Artefakt. So, was ist, jetzt will ich mal ein bisschen erzählen, was ist tatsächlich alles in JCache drin? Warum ist das ganze Ding denn so lang? Warum ist das denn 150 Seiten lang? Grundsätzlich erstmal hat man gesagt, wir einigen uns mal drauf, alles ab Java 6, also SE 6 Plus und EE 6 Plus ist kompatibel damit. Ja? Das heißt, du musst mindestens damit laufen lassen. Das ist heutzutage nicht wirklich ein Problem, weil, na gut, damals, als man es entwickelt hat, da war 6 noch in weiter Ferne. Jetzt ist es da und es ist auch 7 da und 8 da und wahrscheinlich bald 9 da. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Problem. Aber es heißt auch nicht, dass es dort optimal drin läuft. Es ist so, dass Java IE 6 plus 6 damit kompatibel ist, aber eingebaut in IE als Kernkomponente wird es erst mit Java IE 8. So. Was kann man mit JCache machen? Was deckt das alles ab? Letztendlich, man kann Caches erzeugen und auch wieder zerstören. Das Ganze, wenn das in Containern läuft, ist das Problem, man will ja vielleicht dann am Ende, wenn man zum Beispiel so eine Web-App abreißt, nur die eigenen Caches abreißen und nicht die auch von fremden Web-Applikationen. Obwohl das über ein gemeinsames Framework, obwohl das über eine gemeinsame API und vielleicht geteilte Klassen geht, soll das isoliert sein. Das unterstützen sie, indem sie Cache-Manager haben und du sagst, du reißt nur deinen eigenen Cache-Manager ab und damit werden deine eigenen Cache-Manager, deine eigenen Caches zerstört und alles andere bleibt bestehen. Klassische Cache-Operationen, ich sage später noch zu, was der noch alles hat. Die klassischen sind natürlich alle da, Get, Put, Replace, Delete, alles da. Ich zeige später, was der noch Spezielleres hat. Drin ist Expiration, das heißt, Elemente im Cache können verfallen nach einer definierten Zeit, nachdem sie eingefügt worden sind oder nachdem sie benutzt worden sind. Dafür gibt es halt entsprechende Klassen. Man kann auch eigene Expiration-Klassen implementieren, die dann halt ganz spezielle Dinge tun. Das ist sehr schön. Es gibt Statistics und da muss man wirklich sehr exakt aufpassen, dass man da in der Spec bleibt, weil da gibt es einige sehr exotische Fälle. Möchte ich an dieser Stelle noch nicht drauf eingehen. Ich sage nur ganz kurz mal so ein Stichwort, wenn man sowas hat wie ein Read-Through. Das heißt, wenn der Wert eben nicht im Cache ist, lädt der Cache das. Dann ist natürlich die Frage, und wenn das dann geladen hat, ist das jetzt ein Miss oder nicht? Und da gibt es ganz viele Fälle in der Spezifikation, wo man ganz scharf aufpassen muss. Aber das ist halt auch ganz gut. Es ist halt spezifiziert und man ist halt sicher, egal welche Implementation ich benutze, es ist so. Dann, wie werden Werte im Cache gespeichert? Sollte man meinen, ja, ist ja irgendwie im Hauptspeicher, dann speichere ich die einfach per Referenz ab. Das ist schnell und schön. Das kann man auch tun, das ist aber nicht der Standard in JCache. Der Standard ist Store by Value. Jeder Wert, Key und Value, muss kopiert werden. Wie auch immer man das tut. Wie auch immer man das tut. Das ist wiederum nicht spezifiziert. Es ist nicht spezifiziert, wie man Dinge kopiert. Es ist nur gesagt, es muss kopiert werden beim Reinschreiben und beim Rauslesen. Optional in JSA 107 darf man auch implementieren Store by Reference. Das gibt man dann an, das implementiert der Cache, sagt dann, ich kann auch Store by Reference. Caches, die richtig hochperformant sein wollen, wollen sicherlich nicht die ganze Zeit Objekte kopieren, serialisieren oder was auch immer, werden höchstwahrscheinlich Store by Reference arbeiten, aber generisch, wenn man sicher sein will, dass nachdem man einen Wert in Cache geschrieben hat, und auf dem Originalobjekt arbeitet, dass da keine Veränderungen im Cache mehr stattfinden, unerwartete, möglichst noch auf dem Key, und ich finde es nicht wieder. Deswegen hat man in JSA 107 auch entschieden, Store by Value ist der Default-Modus. Alles andere, wenn man es andere haben will, muss man es umstellen. Ich habe schon gesagt, Write-Through, Read-Through muss jeder Cache implementieren, der JSA 107 kompatibel ist. Eine extrem spannende Sache ist Cache-Listener. Das heißt, man kann sich notifizieren lassen, wenn sich im Cache etwas tut. Das heißt, wenn ein Wert
entfernt wird, wenn er hinzugefügt wird, wenn er verändert wird, wenn er expired. Über all diese Sachen kann man sich informieren lassen. Man kommt auch genau mit, was genau passiert ist. Ob er nur expired ist, ja, oder ob er deleted worden ist, ob er verändert worden ist. All diese Informationen bekommt man, kann man bekommen. Und das ist relativ komfortabel, weil insbesondere man könnte ja meinen, ach, es läuft ja alles bei mir im Hauptspeicher, ist mein Programm, ich weiß ja, was ich reinschreibe und wann ich lösche. Andererseits kann man ja auch expiren, habe ich ja gesagt, expiren ist unterstützt. Wenn der Wert expired, kriegt man nicht unbedingt mit, wann der expired. Und manchmal ist es wichtig zu wissen, was da im Cache ist und wann nicht, was nicht. So. Und so bekommt man auch Expirations unter anderem mit. Was noch drin ist, ganz spannend, Caching Annotations. Das heißt, man kann entsprechend annotieren, sagen, das ist jetzt eine Put-Operation, das ist eine Get-Operation. Die Frage ist, wer nutzt das? Java IE 8 haben wir nicht. Gut, wer sonst noch? Spring 3.1 und neuer. 3.1 war die erste Implementation, die es genutzt hat. Die haben auch gesagt, ja, das war die erste, das war aber nicht schön. Wenn ihr upgraden könnt, bitte upgradet, weil sie dort einige Verbesserungen dort in dem Bereich gemacht haben. So, das ist, was JCache alles leisten will und auch tut. Was ist nicht drin? Größenangaben. Man kann nicht festlegen bei JCache, wie groß der Cache sein soll. Weder in Elementen, noch in Bytes, noch in sonst was. Ist nicht vorhanden. JCache selber sagt dazu, ja, uns ist bewusst, in der Realität sind Ressourcen limitiert und irgendwie geht das nicht. Das überlassen wir aber bitte den Implementationen. Das ist eine etwas komische Herangehensweise, weil man sagt, also eigentlich ist das komisch, Caches würde ich erwarten, dass wenn der Hauptspeicher alle ist, dass der gefälligst aufhört, dass der dann eviktet. Ist aber nicht drin. Der Grund, sie haben auch explizit gesagt, warum sie das herausgelassen haben. Der Grund ist der, dass sie sagen, wir kennen die Cache-Topologie ja gar nicht. Wir sind offen für alle Cache-Topologien. Es kann lokal sein, es kann remote sein. Ich habe gesagt, es gibt ja remote, es gibt distributed Caches. Und was soll ich denn angeben? Eine Anzahl Elemente, eine Größe in Byte, ein Gewicht? Und da muss ich ja für alle potenziellen Cache-Knoten das angeben können, haben gesagt, statt irgendwie was zu spezifizieren, was vielleicht am Ende doch irgendeinen nicht irgendwie komplett erfüllt, lassen wir das offen. Wir machen das gar nicht. Und jeder, der halt einen Cache implementiert, muss halt selber dafür sorgen, dass das halt irgendwie einstellbar ist. Ist ein bisschen unschön. Man muss natürlich sagen, jede praktische Cache-Implementation hat natürlich ein Size-Limit. Und viele haben Anzahl Elemente, viele haben auch Bytegrößen, die dann halt wirklich serialisierte Daten speichern. Die wissen halt auch genau, wie groß die Daten sind. Ist ein bisschen unschön, aber in der Realität muss man halt den Cache dann halt einfach, muss man halt sich den konkreten Cache angucken und die Größe setzen. Sie nicht zu setzen ist gewissermaßen, würde ich sagen, schon strafbar, also das ist schon sehr gefährlich, weil das ist fast eine Garantie dafür, dass einem der Heap-Speicher ausläuft. Es gibt überhaupt keine Konfigurationsspezifikation, wie man Caches konfiguriert. Es gibt zwar ein Konfigurationsobjekt, wo ein paar wenige Daten drin sind, wo zum Beispiel festgelegt wird, ist es Store by Key, ist es Store by Value oder Store by Reference und manche andere Sachen auch. Es steht aber nicht darin, wie man das jetzt konfiguriert. Wird auch den Cache-Implementationen überlassen, ob das jetzt eine Property ist, eine XML oder ob man es aus der Datenbank liest oder sich ausdenkt frei. Das darf jede Cache-Implementation selber entscheiden. Es ist, ja. Was auch nicht drin ist, Administration von Caches. Die sagen halt, na gut, ich weiß nicht, was ihr da so implementiert, Administrationstools oder sonstige Sachen, ist schlicht einfach kein Objective. Auch Security. Sagen Sie, gut, wenn ihr Security braucht, ich meine, wenn es ein lokaler Cache ist, der nur euch gehört, braucht ihr vielleicht kein Security, aber auch da sagen Sie, kümmern wir uns nicht drum, weil es da viel zu viele Optionen gibt. So, um überhaupt mal klar zu machen, wie nutzt man so ein JCache? Es ist nicht schwer, ist überhaupt nicht schwer. Hier ist ein ganz einfaches Beispiel. Oben, da hat man einen Cache-Manager, man sagt irgendwie, holt sich diesen Cache-Manager und braucht eine Konfiguration, die irgendwie gefüllt worden ist. Hier machen wir einfach mal eine ganz leere Konfiguration ohne Spezialitäten und erzeugen uns hier ein Cache-Cache gleich Cache-Manager-Create-Cache mit einem Namen und der Konfiguration. So, fertig.
ab jetzt können wir cachen. Können zum Beispiel sagen, ja, cache set, klassische Set-Operation, schreibe Doc rein, ist der Hund drin, schön. Können das Ding auch wieder rausholen, ist es drin, wunderbar. Das ist natürlich die einfachste aller möglichen Anwendungen und ich zeige mal bevor ich jetzt alle Operationen mal zeige, die er so hat, zeige ich mal kurz eine spezielle. So, wir haben einen Hund drin, wissen aber natürlich, Katzen so viel netter. Jetzt will nur den Hund durch die Katze austauschen. Warum zeige ich dieses Beispiel? Gut, erstmal ist eine Katze drin, in dem Vortrag sind Katzen mandatory. Zweitens, ich zeige eine ganz spezielle Operation, das ist Replace. Was ist an Replace so speziell? Das ist eigentlich eine CAS-Operation, das heißt, ich guck mir vor den Inhalt an, bevor ich eine Veränderung vornehme. Sind spezielle Operationen, heißt im konkreten Fall, Hund ist drin, ich sag, ersetze den Hund durch eine Katze, ersetze das Element 1 durch eine Katze, wenn vorher ein Hund drin war. Wunderbar funktioniert. Jetzt sagen wir, jetzt tausche ich nochmal den Hund durch einen Bär aus. Bär ist aber eigentlich doof, na gut. Und funktioniert zum Glück nicht. Im Cache ist aktuell ja kein Hund mehr drin. Hier ist es genau dieses Conditional. Gucken, was im Cache drin ist. Und erst den Set, nachdem man geprüft hat. Ich erwähne das deswegen, weil, um zu erklären, wie grundsätzlich in BlazeA die Operationen zu verstehen sind. Jede Operation ist grundsätzlich als atomar zu verstehen. Das heißt, alles, was man tut, ob nun Get, ein Replace, ein Put, was auch immer man tut, von außen sieht es immer aus, als würde es atomar einfach geschehen. Ja? Es darf nicht irgendwie so ein inkonsistenten Zwischenzustand sein, dass jetzt vielleicht doch irgendwie die Katze und der Hund zusammen drin sind, wenn es auch nur für eine Nanosekunde ist, das darf nicht passieren. Ja? Das sagt die Spec auch relativ eindeutig und am Ende gut, alles ist gut, Katze ist im Cache. Und ich zeige jetzt mal, das war jetzt halt nur, um zu zeigen, es gibt diese CAS-Operation. Ich zeige jetzt mal aber, was gibt's überhaupt? Was haben wir? Es gibt einfach, ja? Ja, gerne. Ja. Nein. Genau auch das. Es gibt dort auch, steht irgendwo in der Spec, dass gesagt wird, also über die Zeit, also wenn es zurückgekommen ist, dann muss es garantiert sein, dass es auch da ist. Und auch in verteilten Systemen, selbst wenn ich es noch nicht irgendwo durchgeschrieben habe, aber aus dem Interface heraus, vorne, muss er dir garantieren, dass er das zurückliefert. Ja? Die klassischen einfachen Operationen sind natürlich vorhanden. Get, put, remove. Das kann auch jeder Cache, der heutzutage schon existiert, die klassischen Caches, die man ja heutzutage so hat, so ist EH-Cache, ist relativ bekannt, der gibt schon ganz lange. Und auch alle anderen können natürlich Get, Put, Remove. Es gibt die Multi-Value-Varianten davon, Get All, Put All, Remove All. Das heißt jetzt nicht alle, sondern halt ein Set oder eine Map. Ja? Put All mit einer Map, Get mit einem Set von Keys. Auch das muss jeder implementieren. Es gibt ganz interessante Compound mit Gets. Es gibt Get and Put, Get and Remove, Get and Replace. Ich persönlich hatte dafür noch keinen Anwendungsfall. Aber man hat es wohl in den Speck aufgenommen, weil es gibt wohl welchen. Ich weiß nicht, ob hier im Publikum jemand eine Idee hat, wo man das braucht. Aber vielleicht kommt ja jemand mal auf den Fall, dass er das braucht. Interessanter sind wirklich diese CAS-Operationen, die wirklich garantieren, dass die Dinge atomar passieren. Das heißt, Put if absent, nur reintun, wenn es noch nicht da war. Ersetzen, wenn, und entfernen, ja. Auch entfernen unter bestimmten Bedingungen. Interessant sind jetzt noch diese Mutatoren. Was sind Mutatoren? Mit denen kann man quasi im Vorbeigehen den Cache ändern. Das Ganze arbeitet mit sogenannten Entry-Prozessoren. Man sagt halt einfach invoke. Und dann kann man eigene Funktionalität aufrufen. Und diese Funktionalität kann quasi auch im Vorbeigehen alles Mögliche machen. Die kann Berechnungen ausführen, man invoked es mit einem Cache-Eintrag oder einem Key. Dann wird es processed, eigener Code wird ausgeführt und in diesem Stück Code kann man ganz viele Dinge machen. Man kann den Wert verändern, man kann auch den Cache-Eintrag löschen. Man kann auch zwischendurch noch irgendwelche Berechnungen ausführen. Man kann auch gerne noch irgendwie 10 Sekunden herumrechnen, bis man weiß, was man mit dem Wert überhaupt tun will. Faktisch ist, man kann ein eigenes Stück Code laufen lassen und am Ende ist es auch wieder atomar. Die Veränderung
passiert atomar. Egal, was man innerhalb des eigenen Codes macht, man kann den Wert 10-mal verändern. Die Veränderung geschieht erst im Cache, wenn das eigene Stück Code komplett durchgelaufen ist. Das heißt, wenn ich den Wert 7-mal verändere, nur der allerletzte geht tatsächlich, die allerletzte Veränderung geht in den Cache. Jetzt sollte man natürlich meinen, das sind ja so viele Operationen, das ist ja komplett, also das ist ja quasi die Supermenge von allen Operationen, die man sich so denken kann. Das ist es natürlich nicht. Ich habe mir viele Caches angeguckt und jeder hat irgendwie mindestens eine Operation, die in JCache nicht vorhanden ist. Das heißt, jeder, der JCache implementiert, ist irgendwie ein Superset davon. Ich habe jetzt mal keinen Java-Cache genommen zum Vergleich, sondern halt mal den Memcached. Und zu gucken, was kann der. Es gibt viele Operationen, die sind halt in allen drin. Get, die heißen halt alle ein bisschen anders. Einmal heißt put if absent, bei memcache heißt add, remove heißt delete, put heißt set. Aber man sieht, memcache hat halt auch Operationen increment, decrement, append, prepend, die halt JCache nicht kann. Und so gesehen kann man, die Frage dabei ist halt dann, kann man JCache einfach überstülpen über eine bestehende Lösung? Sagen, ach, das ist ja toll, das ist ja Standard, ich pack das jetzt einfach drauf. Vielleicht ja, wenn man einfach Sachen macht wie Get und Put, wenn man wirklich sophisticated Sachen macht, eher nein. Das heißt, die Frage ist, sollte man überhaupt drauf gehen? Mittelfristig ist das sicherlich eine gute Idee, um halt auch einfach die Wahl zu haben zwischen verschiedenen Implementationen, aber man ist jetzt nicht gezwungen, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwie auf JSA da zu migrieren. Für neue Projekte ist das sicherlich eine gute Sache. Auch wenn man bedenkt, dass JEE 8 das integriert, dass es gute Integration in Spring dazu gibt. Daher, an der Stelle würde man sagen, jo, gute Idee. Diese Folie würde ich mal kurz weglassen. Das ist ein etwas komplexeres Setup. Ich sage jetzt stattdessen lieber was zu T-Cache. Wie gesagt, T-Cache ist eine Implementation. Und von JCache. Und die Frage ist natürlich, bevor ich detailliert eingehe, was T-Cache Tolles kann, will ich mal kurz darauf eingehen, was ist überhaupt so schwer an Caching? Weil Caching, naja, man kann ja auch eine Hashmap nehmen, die kann das auch. Man guckt, ist ja auch ein Key-Value-Store, funktioniert doch, ist auch super. Problem ist, ein Key-Value-Store hat keine Möglichkeit halt direkt auf einer Größenbegrenzung. Es hat keine Expiration, es hat keine Evictions, das heißt, da fehlt einiges. Und gerade Evictions sind auch tatsächlich die größte Challenge, das heißt, was mache ich, wenn so ein Cache voll ist? Wer sich ein bisschen mit Evictions auskennt, es gibt so ein paar Klassiker, LFU, LRU, und man denkt, ja, ist doch toll, LRU, least recently used, wenn ich es lange nicht benutzt habe, das Element, werfe ich es raus. Denkt man sich, ist ja einfach zu implementieren, ich muss mir ja bloß eine Liste zusätzlich noch halten zu meinem Cache, indem ich speichere, wann, indem ich quasi jedes Element, wenn es benutzt wird, wieder ganz nach vorne tue, damit es als letztes dann halt evicted wird. Und leider, wenn ich so eine Linked List habe, sobald ich auf ein Element wie das E2 zugreife, muss ich ziemlich viel an der Liste ändern. E1 zeigt nicht mehr auf E2, sondern auf E3. E2 zeigt nicht mehr auf E3, sondern halt hier hinten auf das. E3 zeigt nicht dahin, sondern auf das. Das heißt, für eine einzelne Get-Operation muss ich plötzlich 3 Referenzen ändern. Und wenn ich jetzt viele, viele Gets habe, komme ich da in ziemliche Probleme. Erstens, weil ich muss letztendlich die Liste locken. Das ist um schnell zu sein, nicht gerade gut. Zweitens, um die Listen zu verwalten, ich brauche Speicher, ich brauche CPU. Und letztendlich, so ganz trivial, das zu implementieren, wenn man es so trivial implementiert, hat man Probleme. Und ich sage das deswegen, weil ich sag mal, wie T-Cache diese Geschichte jetzt gelöst hat. Wie machen wir Eviction? T-Cache hält keine extra Datenstruktur. Überhaupt nicht. Stattdessen speichert er alle Metadaten, speichert er seinen Wert in einem Holder, wo sowohl der Wert drin ist, als auch die Metadaten. Das heißt, ich brauche neben quasi der Hashmap keine weitere Datenstruktur, die ich noch irgendwie managen müsste. Das heißt, ich bin so gut wie die Hashmap. Zweiten Trick, den er macht, ich erlaube das Ding ein bisschen zu überfüllen. Nur ein bisschen. Das heißt, nur um ein bisschen Zeit zu haben, damit der Cache wieder geleert werden kann, damit die Eviction laufen kann.
Drittens, weil ich so arbeite. Drittens, ich evicte in Batches, weil Batches oft immer effizienter sind als eine Einzeloperation. Batches sind oft günstiger. Und weil ich das in Batches mache, es ist möglich, dass Tcache guckt sich jedes einzelne Element an und ist tatsächlich in der Lage, das beste Element zu evicten. Das heißt, wenn man jetzt LFU oder LRU macht, dann bekommt man auch LFU und LRU und nicht ein ungefähr LFU, LRU über. Es gibt viele Caches, die halt einfach samplen. Die sagen, ich gucke mir mal 15 Werte an, da wird schon ungefähr das Beste bei sein. Und das kann gut gehen, das kann aber auch schrecklich schief gehen. Ja? Das kann im Zweifelsfall mal die Hitrate von 90% auf 10% drücken. Ja? Alle angucken ist gut, kostet natürlich auch Zeit. Das hat auch Nachteile. Funktioniert das? So, Antwort ja. Das sind Benchmarks von vor einem Jahr, als wir Tcache open sourced haben, das ist das erste Mal. Und das ist hier Laufzeit in Sekunden. Wir haben 3 Millionen, das ist jetzt ein Test, wo nur Hits drin sind, Cache-Hits. Und hier ist ein Vergleich, zum Beispiel mit, das kann man, glaube ich, sehr schlecht lesen. Blau ist Infinispan, rot ist Guava, ist ja sehr beliebt, aber man sieht, der hat eine ziemlich hohe Laufzeit. IH-Cache, sehr beliebt, aber Laufzeit ziemlich hoch. Das Orange hier ist Tcache. Und es gibt noch einen, der auch sehr gut ist, der ist Cache2K. Heutzutage gibt es noch einen weiteren, Caffein. Und auch der performt relativ gut. Und man sieht, dass so die klassischen Cache, die früher mal so implementiert worden sind und jetzt nicht mehr großartig gewartet werden, dass die eigentlich ziemlich weit abfallen. Und quasi die neuen Caches tatsächlich sehr deutlich schneller sind. Was haben wir, was hat Tcache noch, was Jcache nicht hat? Ich sage hier ganz kurz was zu. Sehr schön ist Eviction Policies. Ich habe gesagt, es gibt natürlich LFU, LRU, aber vielleicht weiß man ja selber, man kennt seine Business-Objekte sehr gut und weiß selber, was raus kann. Vielleicht weiß man ja, ist eine Session und wenn es zuletzt benutzt worden ist, das wäre aber auch wieder mit Benutzung. Oder vielleicht sagen wir, Leute, die einen Artikel im Warenkorb haben, die sind wichtiger als Leute, die keinen im Warenkorb haben. Also was kann man sich denken. Und das heißt, man kann tatsächlich eigene Evicted Policies implementieren. Die sind genauso performant wie LFU und LRU. Die sind genauso schnell. Size Limit hatte ich gesagt, klar, jeder implementiert das. Wir haben bessere Statistiken, das heißt, die Statistiken in Jcache lagen einfach, wir bauen eine Hitrate zum Beispiel über die gesamte Laufzeit. Die wird irgendwann so auf einen festen Wert laufen. Wir haben Weighted Average, so ähnlich wie man das kennt, Load Average unter Unix, ja, top Weighted Averages. Und wir haben Randomized Expiration Times, das ist ganz gut, weil wenn man jetzt 10.000 Elemente in den Cache steckt und die verfallen alle zur selben Zeit, muss man dieselben 10.000 Elemente höchstwahrscheinlich zur selben Zeit wieder, alle zur selben Zeit holen. Da sind die Datenbanken immer nicht froh drüber. Lieber ein bisschen verteilen und Tcache hat eingebaute Möglichkeiten dafür. So, jetzt habe ich was gesagt, Eviction Policies kann man implementieren und man denkt, das ist ja bestimmt fürchterlich kompliziert. Ich zeige mal, wie LFU implementiert ist. Das ist die LFU-Implementation in Tcache. Das ist eine Zeile. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt eine eigene implementieren will, ist das nicht komplizierter. Eviction Policies haben Zugriff auf Key, Value und alle Metadaten. Das heißt, man kann sich angucken, auch die Verfallszeiten oder einen Use Count. All das kann man sich angucken, um zu entscheiden, was raus kann. Ich sag mal, eine Beispielimplementation, wie sieht so eine Eviction Policy aus? Jetzt habe ich mal 2 Zeilen Code tatsächlich gemacht. Ein Session, der guckt der holt sich hier die Session. Das ist jetzt wirklich ein Business-Objekt, unser eigenes Business-Objekt aus dem Code. Das Ganze ist also type-safe. Ja? Man muss jetzt nicht irgendwie rumcasten oder so, das Ganze ist absolut type-safe. Und wir holen einfach und return einfach mal die Session Age, also das Negative, um halt die richtigen früher zu expiren. Zu evicten. Und das ist alles, was man machen muss. Und das ist ja schön, weil manchmal hat man tatsächlich, weiß man selber am besten, welche Objekte raus können. Auf die Folie möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Das zeigt nur alle Möglichkeiten, wie man Werte aus dem Cache wieder rauskriegt.
Man kann sie explizit löschen, man kann einfach die Verfallszeit laufen lassen. Aber das Interessante hier drin ist im Wesentlichen diese gelben Dinger. Es sind Verfallsintervalle. Das heißt, man kann tatsächlich in T-Cache Verfallsintervalle angeben und sagen, innerhalb dieses Zeitraums soll das irgendwann mal raus. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen zeigen, dass das alles auch so ein bisschen realen Hintergrund hat, dass das tatsächlich auch funktioniert. Ich möchte ein bisschen Code zeigen, ein bisschen Benchmarks zeigen, um zu zeigen, dass das alles tatsächlich Hand und Fuß hat. Genau, die Frage war halt, man kann Expiration Times angeben und wie das jetzt genau funktioniert, ob man dort Intervalle angibt. Und ich kann das so beantworten, ja, das ist tatsächlich so. Was man angibt, ist wirklich die Zeit und man kann auch dazu angeben, quasi das Intervall. Also typischerweise würde man jetzt irgendwie angeben, 1 Stunde und 10 Minuten, dann würde es irgendwie verfallen nach zwischen 1 Stunde und 10 Minuten, ja. Wenn wir jetzt genau zwischen 1 Stunde haben will, gibt man halt 55 Minuten an und 10 Minuten, dann liegt man genau mit dem Schnitt auf der Stunde. Genau so. Und das hat tatsächlich real im System bei uns die Datenbank extrem stark entlastet, weil wir auch so Fälle haben, dass tatsächlich mal 10.000 oder 100.000 Werte mal eben aus der Datenbank gelesen werden. Und es ist immer unschön, wenn die zur selben Zeit verfallen. Die kommen gerne auch dann exakt wieder. Und so haben wir einen sehr schön ausgeglichenen Zeitraum, sehr, sehr schön ausgeglichenes über die Zeit, dass halt die Datenbank da sehr entspannt sich zurücklehnen kann. Hier ist ein Code-Beispiel. Und zwar wollte ich zeigen, ich habe ja eben mal gesagt, es gibt Read-Through. Read-Through wird mit sogenannten Cache-Loadern ausgeführt. Das heißt, es gibt ein Stück Code, wenn ein Wert nicht im Cache ist, wird dieses Stück Code ausgeführt, um den Cache damit zu füllen. Das heißt, letztendlich, wenn es einen Loader gibt, führt ein Get aus und der Wert ist nicht im Cache, wird der Loader aufgerufen. Jetzt zeige ich mal, wie so eine Fibonacci-Berechnung aussieht als Cache. Das ist ein Cache-Loader, da ist ein Load. Dieser Fall ist kein typischer Fall. Also ich sag mal vorweg, normalerweise benutzt man Cache-Loader in der Form, der Wert ist nicht im Cache, ich gehe auf meine originale Datensource, zum Beispiel eine relationale Datenbank, ein HTTP-Service oder sonst was, um die Daten zu holen. Dies hier ist eher eine sehr kreative Art und Weise, mit einem Loader umzugehen. Ich zeige das mal. Hier ist ein Cache-Loader. Nehmen wir an, jemand ruft get von 20 auf. Dann ist es so, wenn der Cache neu ist, dann ist der Wert sicherlich nicht im Cache und der Loader wird aufgerufen. Wir kommen hier rein mit Load von 20. Dann guckt, da ist der Wert kleiner als 2, ist er nicht. Also returnt er Cache get x minus 1, also 19. So, was macht dieses Cache get von 19? Er guckt in den Cache. Er ist nicht da. Der Loader wird aufgerufen. Wir kommen hier hin. Dann haben wir hier 19. Dann kommt er wieder hin, dann ist 18. Das heißt, es kommt get, load, get, load, get, load. Das zeigt auch schon, dass man sowas nur mit großem Bedacht tun sollte, wenn man genau weiß, was man tut, weil so kann man sich auch wunderbar Infinite Recursions, Stack Overflow oder ähnliche Dinge bauen. Aber es hat halt Vorteile. Ich zeig das gleich einfach mal, wie es im Code aussieht. Es hat halt den Vorteil, dass man tatsächlich Code so schreiben kann, als genauso, man kann ihn rekursiv schreiben. Er ist bloß unendlich viel performanter. Ich zeige vielleicht jetzt an der Stelle vielleicht einfach mal den Code, wie das aussieht. So, das ist im Prinzip der komplette Code. Ich versuche mal unten noch. Genau. Moment, jetzt muss ich das irgendwie für alle sichtbar machen. Ich hoffe, das.
Oh, das ist jetzt von der Auflösung noch nicht ganz. So, ich. Ich denke, ja, ich denke, das wird von der Größe, ich denke, das kann von der Größe jeder, hoffentlich jeder lesen. Ja, gut. Ja, was machen wir? Hier ist im Prinzip derselbe Code, den wir eben hatten. Wir haben gesagt, das ist ein Loader. Hier ist die Load-Funktion. Ich habe noch ein Print, ein System-Out-Print-Line, um zu sehen, was da genau im Hintergrund passiert. Hier ist genau derselbe Code. Wenn man diesen Code mal vergleicht mit der Original-Fibonacci-Funktion, sieht man, die sieht ja fast gleich aus, ja. Das ist der rekursive Aufruf. Fib von x, wenn kleiner gleich 2, dann 1, ansonsten rekursiver Aufruf. Hier unten ist es natürlich nicht ganz gleich, aber ich habe ja gerade schon erklärt, faktisch ist es auch eine Rekursion. Die Frage ist natürlich, warum tun wir das Ganze? Warum mache ich das Ganze ganz so komisch? Weil, wenn das ja doch ähnlich ist, dann gucken wir uns mal die Performance an. Ich zeige jetzt als erstes mal hier unten habe ich die Print-Fib-Funktion. Der ruft das auf und printet dann die Ausgabe. Das heißt, ich richte hier einmal Fib von 8 und Fib von 46. So, lassen wir es mal laufen. Ich hoffe, ich kriege gleich hier die Konsole. Da sieht man, Fib von 8 ist da. So, wo ist Fib von 46? Tja, ist noch nicht da. Ist immer noch nicht da. Ist immer noch nicht da. Wird aber irgendwann kommen. Ich weiß, es dauert nicht sehr lange. Ich hab das eben überprüft. Ist da. Wunderschön. Dauert natürlich lange. Ich könnte das jetzt noch mal laufen lassen. Das wird beim zweiten Mal jetzt nicht schneller. Jetzt baue ich das hier unten mal hier um und sage, ich rufe jetzt mal hier nicht Fib von x auf, sondern ich rufe stattdessen halt mal Cache Get auf. Und dann schauen wir, wie es jetzt mit der Performance aussieht. Oh, fertig. So, das heißt, er ist sofort fertig. Was ist da jetzt genau passiert? Das sieht man etwas besser, wenn ich jetzt vielleicht nicht so ganz große Zahlen hier einfüge, sondern ich nehme mal vielleicht einfach hier eine 16. So, was ist da passiert? Wir wollten eben Fibonacci von 8 berechnen. So, was tat der Code? Der ist in den Cache gegangen, hat gesehen, ist nicht da. Das heißt, versucht jetzt auf den Cache zu gehen mit x minus 2, also mit 6. Ist immer noch nicht da, ist auch nicht da. Minus 2, 4, 2. 2 ist eine bekannte Zahl, da kommt ein bekannter Wert bei raus. 1 kehrt zurück und dann geht der ganze Stack wieder zurück. Und da kommt eine Zahl raus. Hier bei der 16 sieht man es auch sehr schön. 16, 14, 12, 10, 9, 11, 13, 15. Ja. Das Schöne hierbei ist, man muss gar nicht den Code großartig umstellen. Der sieht so aus wie vorher, bloß er rennt halt deutlich performanter. Ist eine relativ ungewöhnliche Art, das zu benutzen. Wie gesagt, auch ein bisschen gefährlich, aber kann man tun. So. Dann mache ich mal im Vortrag hier weiter. Genau. Ich möchte jetzt noch ein bisschen was zur Performance sagen. Gebenchmarkt haben wir das auch. Ich habe eben einen gezeigt. Ich habe gesagt, der ist ein Jahr alt. Das heißt, ist das überhaupt noch alles gültig? Müssen wir mal gucken. Ich habe ja, weil in dem ganzen Jahr wurde die komplette JSA-107-Funktionalität hinzugefügt. Viel an weiter funktioniert. Die Frage ist, vielleicht ist es jetzt komplett kaputt. So, wie sieht das aus? So, Benchmarks. Die Frage ist, wie machen wir Benchmarks? Es gibt zwei Möglichkeiten. Vielleicht gibt es ja schon einen existierenden Benchmark. Dann nutzt man den, zeigt die besten Ergebnisse und das Publikum ist ganz froh und glücklich, weil sie tolle Werte sehen. Oder ich schreibe einen eigenen, das heißt, ich fälsche meine Ergebnisse selber. Es ist bekannt, Benchmarks sind gut. Benchmarks lügen aber auch immer. Sie werden nie exakt den Fall abdecken, der für einen relevant ist, aber sie geben oft einen guten Hinweis. Das, was wir getan haben, wir haben tatsächlich einen existierenden Benchmark genommen. Und ich kann jetzt nicht alle Werte davon zeigen, aber nicht alle Graphen davon zeigen. Leider war der Get so unübersichtlich, dass er hier auf der Folie nicht gut sichtbar ist. Ich zeige nur ein paar. Wer
Wir können da gerne noch irgendwann drüber gucken oder man kann das auch selber laufen lassen. Aber grundsätzlich erstmal schon die Warnung, egal was man testet, was ich teste, was alle anderen Cache-Leute testen, am besten mit den eigenen Daten testen. Das ist immer am besten. Nur dann weiß man, ob es tatsächlich für einen auch passt. Ich will nur sagen, was ist wichtig bei einem Cache? Erstmal, wie schnell ist er? Das erscheint relativ offensichtlich, weil Cache soll ja Dinge beschleunigen. Das heißt, das gilt für Lesen und für Schreiben. Ich habe mal gesagt, der Speed, was heißt Speed? Das kann Durchsatz und Latenz sein. Und manchmal ist für einen Latenz wichtiger, manchmal Durchsatz. Wenn beides gut ist, ist auch schön, sind wir auch glücklich. Hitrate. Man kann natürlich einen sehr schnellen Cache schreiben, indem man irgendwie immer Null Return sagt, ist nicht da. Ist schnell, ist aber hat keine tolle Hitrate. Also muss man auch auf die Hitrate gucken. Man kann nämlich auch natürlich immer Trade-off machen, Geschwindigkeit gegen Speicher und ähnliche Dinge. Und dazu kommen zum Speicher. Wie viel Speicher verbraucht das ganze Ding denn? Ich kann es natürlich riesen aufblasen, mit tollen Datenstrukturen ausdenken und wenn es dann nicht mehr in den Hauptspeicher passt, hilft mir das auch nicht. Das heißt, das sind ganz wichtige Kriterien für einen Cache, insbesondere wenn es um High Performance geht. So, das zur Methodologie. Ich zeige jetzt mal, was dabei rausgekommen sind. Das sind Werte von vorgestern. Der Test, der hier durchgeführt wird, ist von dem Cache 2K-Projekt. Die haben jetzt kürzlich, auch der Test vor war aus dem Cache2K-Projekt, die haben aber jetzt gerade umgestellt, ihren normalen Test auf JMH-Test, das heißt Java Micro-Benchmarking Harness, was für Caches eine extrem gute Idee ist, weil es tatsächlich ein ganz klassischer Fall für einen Micro-Benchmark ist. Neueste Version, die gerade im Master herumliegt, die mehr oder weniger stabile Version vom T-Cache, da steht jetzt 0,95, ist die stabil? Warum steht da 0,95? Ja, die ist stabil. Die nutzen wir seit 9 Jahren. Und das funktioniert sehr schön. Nicht gerade diese Version, aber der Cache ist ja entsprechend da so. Und die läuft so live. Die läuft so live. Die heißt deswegen 0,95, weil noch ein paar API-Changes sind, noch ein paar Packet-Changes. Die 1.0 hat die Packet-Changes dann. Und dann ist gut. So, der Benchmark. Was tun die dort? Die vergleichen immer auch gegen Concurrent Hashmap. Concurrent Hashmap, wie schon erwähnt, ist natürlich kein Cache. Warum es drin ist, um mal einen Vergleich zu haben, wie gut man vielleicht werden kann, weil der evicted ja nicht und besser als Concurrent Hashmap zu werden, ja, es schafft. Top. Respekt. Wenn nicht, schauen wir mal, wie gut wir werden. Und jetzt schauen wir mal, wie das sind. Und hier sieht man, inzwischen sind die getesteten Caches in den neuen Versionen näher aneinander zusammengekommen. Es gibt inzwischen neu Kaffein, der war im vorigen Mal nicht drin. Kaffein, habe ich gesagt, neu, schlägt sich schon relativ gut. IHCache war vorher drin, ist in einer etwas neueren Version getestet, ist allerdings noch IHCache 2. Dazu muss man sagen, IHCache 2 impliziert keine JSA 107, da gibt es eine Erweiterung, aber IHCache 2 hat es nicht, IHCache 3 hat es, war aber dort in dem Benchmark noch nicht implementiert. Man kann es nicht sicher sein, aber typischerweise, wenn man es implementiert, würde man davon ausgehen, dass es vermutlich ein bisschen langsam wird wegen den erweiterten Funktionalitäten, die man bereitstellen muss. Kann man auch nicht wissen, bevor man es nicht getestet hat. Guava ist weiter drin. Man sieht, Guava ist nicht mehr ganz so schrecklich wie in dem Test davor. Warum, wissen wir nicht, ob sie daran gearbeitet haben oder ob dieser Test einfach besser ist. Und wie man hier sieht, T-Cache, wir haben jetzt aus dem letzten Jahr eigentlich nur Funktionalität hinzugefügt. Da ist noch nichts weiter optimiert worden. Schlägt sich tatsächlich extrem gut. Ja. Hier auf der X-Achse sind die Anzahl der Elemente, die im Cache drin sind. Y-Achse, wie lange hat es gelaufen? Das heißt, kleinere Werte sind besser. Ist im 1-Million-Fall der schnellste, ist im 2-Million-Fall auch noch so der schnellste, bei 4 Millionen auch noch. Bei 8 Millionen merkt man, erstaunlicherweise IHCache 2 ist wahnsinnig schnell geworden. Ist wahnsinnig schnell geworden bei vielen Elementen. Das ist eine spannende Sache. Warum? Müssen wir gucken, wie das ist. Ich weiß, dass T-Cache dort Probleme hat, weil ich ja sagte, ich arbeite batched. Ich arbeite auf allen Elementen. Bei 8 Millionen ist schon ziemlich heftig. Da ist eine Sache, auf der noch Arbeit geplant ist. Aber 8 Millionen Elemente sind auch schon ganz viele für einen Cache. Die Fälle gibt's, aber auch die sollen natürlich optimiert werden. Das Lesen.
Nee, das Schreiben. Populate. Ja, das Schreiben. Die Lesen, wie gesagt, ich konnte sie nicht sinnvoll auf die Folien bringen. Das war so klein. Kann man aber auch auf der auf der Cache2K-Seite kann man die anderen Benchmarks bisher ohne T-Cache noch nachlesen. Und das Dritte, habe ich gesagt, Heap ist wichtig. Und da sieht man, wie schlagen die sich. Hier ist Total Heap, das Orange, das würde ich erstmal nicht ernst nehmen, weil das bloß wie viel die Virtual Machine letztendlich irgendwann mal allokiert hat. Interessanter ist, wie viel hat er überhaupt am Ende verbraucht. Da sieht man, die liegen violett, grün und blau. Man sieht, die liegen alle so en par, T-Cache ein bisschen niedriger. Das Spannendste für mich persönlich war halt, dass ich sehe, es gibt noch die Allocation Rate, wie viel Megabyte pro Sekunde werden allokiert. Und da hat man gesehen, dass T-Cache tatsächlich, das hat mich persönlich sehr erstaunt, tatsächlich sehr wenig allokiert. Das ist gut für einen Garbage-Collector klassischerweise, weil sollten diese Daten irgendwann mal tatsächlich in die Old Generation gelangen, könnte das für die Performance ziemlich, ziemlich unangenehm werden. So, das war es jetzt fast. Noch ein ganz kurzen Ausblick. Was passiert in Zukunft? Erstens, klar, wir müssen noch die JSA 107 Compliance Certification machen. Das erwarte ich jetzt im nächsten Monat. Damit wir bei Writes zum Teil schneller werden, ich habe gesagt, wir gucken uns alle Elemente an. Das ist meistens gut, da kommen wir zu guten Ergebnissen, aber manchmal, wenn die Caches sehr groß sind, reicht vielleicht doch ein Sampling. Also da wird es momentan noch überlegen, ob man bei großen Caches das optimiert, indem man halt ob man doch Heuristiken oder andere Verfahren schneller bekommt. Es gibt noch ein Szenario, das habe ich nicht gezeigt. Wir haben so Low-Hit-Rate-Szenarien, wo man fast nie trifft, wo es aber trotzdem wichtig ist, die Daten zu liefern. Da gibt es tatsächlich manche Caches, die sind auch schneller, da wollen wir noch was dann tun. Und was relativ spannend ist, Off-Heap. Momentan sind die ganzen Daten im Heap. Aber wenn die Daten nicht allzu oft gelesen werden, macht es manchmal auch Sinn, die Off-Heap zu speichern. Das heißt, auch das ist einer der nächsten Schritte, nachdem wir die Version 1.0 tatsächlich raus haben, dann kommt dieses. Ja, so viel dazu. Hallo? So viel dazu. Ich könnte noch einmal etwas vormachen, aber ich frag erstmal kurz, ob es Fragen gibt. Ich fange mal dort an. Du warst der Erste. Ja. Proprietär auf jeden Fall. Da gibt es einige Caches, gerade im Bereich der, die ich am Anfang vorgestellt habe, die verteilten Caches. Da gibt es einige, die auch Transaktionen können. Ich glaube, Infinispan, Hazelcast können das. Wahrscheinlich auch Ignite. Müsste man im Detail noch mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, die gibt es, aber im J-Cache selbst ist es zunächst mal nicht vorgesehen. Ja. Dann da war eben noch die Meldung erst. Ist das stabil? Ja, das ist stabil. Damit machen wir Geld. So, API stabil. Wenn es September, sage ich mal, also die Frage war, wann ist das stabil von der API, wann kann man da noch Änderungen erwarten? Und da kann ich einfach sagen, September. Es geht jetzt nur noch darum, ein paar Pakete zu verschieben. Was JSA 107, was die JCache betrifft, ist es auch jetzt stabil. Man kann damit komplett arbeiten, bis auf die Geschichte mit den Evictions, hatte ich ja gesagt, da gibt es noch ein paar kleine Quirks. Aber ansonsten, man kann das komplett benutzen. Das komplette Portfolio mit Read-Through, Write-Through, Listenern, es ist alles da. Sämtliche Unit-Tests gehen durch, bis auf die Evictions. Und auch die gehen im September. Immer.
Das ist in unserem Kernprodukt drin. Wir werden die auf jeden Fall weiterbauen. Es gab ja schon, die Frage war halt irgendwie, wird das weiter gepflegt? Die Antwort lautet ja, weil sie in unserem Kernprodukt drin ist und weil halt dort wir zum Teil immer neue Anforderungen haben. Und daher ist allein schon unser Interesse, das zu machen. Mal abgesehen davon, das ganze Projekt ist ja auch jetzt schon seit einem Jahr oder zwei Jahren auf GitHub vorhanden. Das heißt, selbst wenn man da irgendwie Sorgen hätte, da passiert vielleicht irgendwie nichts mehr, das ist keine Einbahnstraße. Und es ist natürlich auch noch so, und wenn man jetzt wirklich sagt, nee, also jetzt ist wirklich End of Life, wenn das irgendwann mal sein sollte, ich hoffe, das passiert nicht. Wenn man tatsächlich sagt, ich mache JSA 107, es gibt immer Auswege, ja. Außer für diese Spezialitäten wie diese Verteilung, Expiration-Intervalle oder so, da könnte man vielleicht auch noch was implementieren. Ja, also es gibt immer Auswege. Und das ist halt auch das Schöne an JSA 107, dass es damit etwas einfacher wird. Gut, wer war zuerst, vorne. Ja. Frage war, wie sieht die Integration mit Spring aus? Die Antwort ist relativ einfach, also von T-Cache. Die Antwort ist dort relativ einfach. T-Cache implementiert JSA 107. Spring unterstützt JSA 107. Als solches ist es halt an der Stelle unterstützt. Aber geht die Frage noch auf irgendwas anderes hin, oder? Sinnvollerweise, genau, die Frage war, in Spring taucht T-Cache noch nicht auf als unterstützt. Das hat den Grund, weil T-Cache noch nicht offiziell zertifiziert ist. Und wahrscheinlich hat deswegen auch natürlich noch keiner getestet. Aktuell gibt es 6 Implementationen, die JSA 107 implementieren. Ich gehe davon aus, dass im September die Nummer 7 dazukommt. Ich bin da auch im Kontakt mit den entsprechenden sagen wir so, Specification Leads, Greg Luck, und halt auch einigen von den Members, die Expert-Members, da bin ich in Kontakt, und die haben einfach gesagt, ja, sag uns Bescheid, wenn fertig ist, damit wir es aufnehmen können. oder? War dieselbe Frage. Das ist, denke ich, ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also das habe ich bisher noch nirgendwo anders gesehen. Und wir haben es halt gemacht, als wir bemerkt haben, wir haben da tatsächlich Probleme, so viel immer zu laden, und kann man da nicht was machen. Es wäre erstaunlich erfreulich, einfach zu implementieren. Also das hat quasi überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Das heißt, die Frage war ja mit den Expiration-Intervallen, ob das jemand anders hat. Und wie gesagt, sonst keiner aktuell. Vielleicht kann man über JSA 107 irgendwas tricksen mit dem Expiration, ja. Weil man kann auch eigene Klassen implementieren. Das ist noch nicht ganz klar. Genau das ist der Punkt, den wir uns aktuell angucken. Das ist auch der letzte Punkt für den JSA 107, der noch zu machen ist. Haben wir noch eine? Gut. Die Metadaten. Genau, die Frage war, wie groß ist der Overhead? Ich kann vom Caching, besonders da ja diese Metadaten gespeichert werden, jeder Cache muss das tun. Ja? Jeder hat halt Overhead. Ich kann einerseits natürlich verweisen auf den Benchmark, der zeigt, wie der Speicherbedarf ist. Der ist besser als bei anderen. Ich kann natürlich auch konkret angeben. Also es gibt eine entsprechende Klasse, wo halt alles drin ist, und die ist aktuell 48 Byte groß. Glaube ich.
Gut, noch eine. Ja. Zunächst, die Frage ist, der Vergleich, ist T-Cache auch so ähnlich einsetzbar wie Memcached? Ich kann das so zusammen, glaube ich, so zusammenfassen. Und zunächst mal die reine Implementation, muss man dazu sagen, nein. Die Implementation selbst ist zunächst mal einfach Java. Jetzt ist es aber so, ich zeige mal ganz kurz noch mal einen der ersten Folien, die das vielleicht noch ein bisschen detaillierter beantworten könnte. Und da hätten wir nämlich dann, T-Cache ist ein reines REM-Ding, ist Java. Und hier gibt es was, was ich nenne T-Cache-Memcached. Das ist ein T-Cache, der spricht Memcached-Protokoll. Das heißt, ein Server, der über Jetty, mit einem Jetty, über Jetty das Memcached-Protokoll spricht. Das heißt, eine Implementation in Jetty von dem Memcached-Protokoll existiert auch. Ja? Also im Prinzip kann man den auch als Remote-Server verwenden. Ist nicht gerade unser Hauptfokus. Aus der Nicht-Java-Welt müsste man Memcached, weil T-Cache sind halt Java-Klassen, da kommt man halt so nicht dran. Ja? Da muss man halt über irgendein Netzwerk-Layer gehen. Ja? Und das heißt, um es da zusammenzufassen, außerhalb von Java kann man bei T-Cache nur auf dieses T-Cache-Memcache gehen und innerhalb kann man es auch direkt verwenden. Gut. Ich glaube, ich sehe hier keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich mal für die Aufmerksamkeit und ja.